Tigers Tübingen, präsentiert von Orthopädie-Schuh-Technik Löffler in Mössingen. Ihr kompetenter Partner, wenn es um Füße geht. David, heute ein bisschen mehr aufgeregt als normal. Du fungierst wieder erneut als Headcoach. Ist natürlich vielleicht noch was anderes, wenn man es beim Heimspiel macht. Naja, aufgeregt würde ich nicht sagen, aber ich freue mich natürlich auf das Spiel heute. Worauf wird es ankommen? Bei Hamburg geht es nur um viel. Die wollen Zweiter werden. Ja, bei uns geht es eigentlich nur darum, dass man vielleicht daheim nicht verliert. Naja, für uns geht es um Platz 9. Wenn wir gewinnen, haben wir eine gute Chance, auch den 9. Platz zu sichern. Und ich denke, das ist ein Ziel. Und immer wenn man um was spielt, dann glaube ich, gibt man auch Gas. Frage, deine Bilanz, Rückblick auf die Saison. Schwacher Start, dann gut rangekommen, aber es hat dann nicht gereicht. Wie sieht deine Bilanz aus? Es war eine schwierige Saison insgesamt für uns. Und ich glaube, wir können aus den Fehlern, die wir jetzt gemacht haben, in dieser Saison lernen. Das war das erste Jahr für die Tigers in der zweiten Liga. Und unsere Aufgabe wird sein, ja, das Ganze aufzuarbeiten und mit neuer Energie dann in die neue Saison zu starten. Kann man sagen, dass es irgendwas gibt, was du besonders geschätzt oder gelernt hast von Schorsch Kempf? Der Schorsch ist jemand, der bringt unglaublich viel Erfahrung hier rein in die ganze Geschichte. Und ich konnte mir eigentlich jeden Tag ein bisschen was von ihm abschauen, ob es im Training war oder beim Coaching. Und ich freue mich, dass ich mit ihm zusammenarbeiten durfte. Nichtsdestotrotz schätze ich natürlich auch sehr, dass ich mit dem Sascha Natschwey zusammenarbeiten durfte, der unglaubliches Wissen besitzt. Und ich glaube, das wird auch nicht seine letzte Trainerstation gewesen sein. Letzte Frage, worauf kommt es an, dass man tatsächlich das letzte Heimspiel gegen Hamburg gewinnt? Wir müssen die 3-Punkte-Linie kontrollieren. Sie haben sehr, sehr gute Werfer im Team. Außerdem müssen wir aufpassen, wie wir im Angriff agieren. Das ist nach Heidelberg die zweitbeste Defensivmannschaft. Und wir müssen uns im Angriff gut organisieren, dass wir zu unseren Würfen kommen. Und ich glaube, dann ist alles offen. Hereinspaziert somit in die Manege Paul Horn Arena. Die Raubkatzen zum letzten Mal also unter dem Kommando von Schorsch Kempf. Saison Kehraus, die Playoffs leider verpasst. Aber der letzte Eindruck bleibt ja bekannterweise. Alles raushauen war angesagt. Den treuen Fans nochmal ein Basketball-Schmankerl servieren, verbunden mit einem Heimsieg. Logo. Klasse Stimmung, 3000 Zuschauer heiß auf die Tigers. Lasst das Spiel beginnen. Den Hochball und die Sequenz danach nehmen wir gleich mal ungekürzt mit. Körpersprache, die Gelben wollten, und zwar zu 100%. Beshnik Bekteshi, durchsetzungsstark, vorne wie hinten. Reed Donald Timmer heißt der Mann mit dem feinen Händchen. 6:4 Führung nach 4 Minuten. Dranbleiben Tigers, perfekt umgesetzt. In der Defense konsequent, vorne mit Herz. Den Herren kennen sie ja bereits. Auf sie mit Gebrüll. Bekteshi mit Korbleger, das 12:4. So kann's weitergehen. Tat's jedoch nicht, der Tabellenzweite der Barmer Liga nun konzentrierter. Malik Müller, Bo Beach, die Hauptdarsteller in Schwarz. 10:14, so schnell geht das. Elijah Allen mit dem Steal. Taylor Amos Laser ab für 3. So geht das. Die Richtung passte wieder. 27:17 schließlich nach dem ersten Viertel. Der Schorsch zufrieden, sehr zufrieden.
Ab in Durchgang 2. Die Hanseaten zeigten, weshalb sie heißer Aufstiegskandidat sind. Tübingen zu lasch, Malik Müller mit dem Dreier. 15:45 rum, die Tigers haben den Kopf wieder oben. Enosch Wolf aus der Drehung. Hamburg eben nur punktuell bei der Sache. Andrew Barham. Tübingen dagegen im Pressermodus. Der starke Timmer immer dabei. 48:37 inzwischen, die Gäste noch in Reichweite. Auch dank solcher Treffer. Aber die Gelben haben ja einen Timmer. Der macht das schon. Spielt die Schwarzen schwindelig. Die Towers brauchen eine Antenne. Peilung verloren. Mann, oh Mann, macht der Junge Spaß. 52:39 das Halbzeitresultat. Standing Ovations, das Publikum verzückt. Sehr gute Tigers heuer. Technik erster Klasse gibt's bei Elektrobetz in der Eberhardstraße in Tübingen. Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Unterhaltungselektronik und Haustechnik sowie die neuesten Techniktrends. Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner für Elektroinstallationen und haben eine eigene Meisterwerkstatt. www.elektrobetz.de. Die finalen 2x10 Minuten der Saison 18-19 sind eingeläutet. Weiter geht's mit der großen Timmershow. Überhaupt, unterhaltungstechnisch war alles dabei. Und klar, die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen. Es geht so schnell in dieser Sportart. Justin Teferi, Raffington mit der Einlage und den Punkten. Von 67:51 auf 73:66 das Spiel wieder komplett offen. Kurz vor dem letzten Abschnitt, Pausensirene, Klärungsbedarf. Präzisionsarbeit Beach, 78 Towers, 83 Tigers. Jetzt geht's um die Wurst. Angetrieben von Mr. Timmer, die Tigers wieder am Drücker. Elijah Allen, ganz wichtig. Hamburg mit der Auszeit. Tübingen mit der Stimmung. Die Gäste mit alles oder nichts. 4 Minuten noch zu absolvieren. 89:88. Nur noch ein Zähler Vorsprung Tübingen. Sieht eher nach alles aus. Ein Nervenspiel. Allen hat dieselben mit Drahtseilstruktur. Die letzten Sequenzen, beide Teams legen alles rein. Spitz auf Knopf. Timmer muss den Wurf nehmen. Technischer Fehler, Ballbesitz Tübingen. Auszeit Tübingen. Foul an Bojo Jurasovic. Freiwürfe. Die macht er? Fragezeichen. Puh, durchatmen, dann jubeln. Ohne Wiederholungsvorgang die Tigers, aber noch mit 4 vorne. Timmer mit demselben Spiel. Bojo holt den Rebound plus Foul. Das war's. Ganz cool versenkt. 103:99. Walker trifft nur einen von 2. Die übliche Foul-Zeremonie.
Der letzte Punkt in der Saison. Bojo Djurasovic mit dem 104:100 Endstand. Den zweiten versemmelt er, aber egal, Hauptsache gewonnen. Eine Runde abfeuern, dann die Stimmen. Ja, Gratulation erstmal. Beste Saisonleistung. Ja, ich denke, wir haben das mit Stolz angepackt. Wir wussten, dass es hart werden würde. Das letzte Spiel auch mit diesem Team. Ja, wir haben einen guten Job gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Was sagst du? Dankeschön, geiles Spiel, oder? Absolut geiles Spiel. Warum nicht immer so? Wenn ich das wüsste, ich denke, kommt natürlich dazu. Letztes Saisonspiel, komplett gar kein Druck mehr da. Wir konnten einfach frei ausspielen. Das ganze Motto haben wir uns gesagt, wir wollen eine große Party feiern heute. Und ich glaube, das haben wir gemacht. 104:100. Besser kann es auch für den Zuschauer nicht laufen, glaube ich. Und zum Glück haben wir gewonnen. Und die Hamburger haben auch alles reingeworfen, aber ihr habt nicht locker gelassen. Ja, natürlich tut es mir ein bisschen leid für die Hamburger, die jetzt auf Platz 4 rutschen, glaube ich wahrscheinlich. Das ist natürlich schwieriger macht für die. Und in den Playoffs feuere ich auf jeden Fall meine Hamburger Jungs an. Aber nichtsdestotrotz, ich bin jetzt in Tübingen und Pech gehabt. Und du bist ein richtiger Tübinger geworden. Richtig, ja. Alles Gute, danke. Danke dir. Mehr zu den Tigers und natürlich dem Trainer-Statement gibt's noch diese Woche. Mit den Bildern des emotionalen Abschieds von Schorsch Kempf verabschieden wir uns schon mal. Machen Sie es gut. Bis dann. Die Tigers Tübingen, präsentiert von Orthopädie Schuhtechnik Löffler in Mössingen. Ihr kompetenter Partner, wenn es um Füße geht.